Ja, moin Feuerfreunde. Ich gucke mir mal Umbra an. Umbra ist ja eigentlich ein Erdfarbton, ja, Erdgrün, ne, zum Farbe mischen. Aber das hier soll ein Horrorspiel sein. Gibt es kostenlos im App Lab. Und der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Am Anfang habe ich gelesen, da stand, man soll das eigentlich im Sitzen spielen. Ja, bin ich hier normalerweise dabei, aber ich spiele jetzt einfach mal gerade im Stehen. Und da stand, man soll immer ins Licht gucken, weil wenn man ins Dunkle schaut, dann stirbt man. Und das habt ihr auch gerade schon gemerkt. Ja, hier kriege ich dann so Bluttropfen, also ins Dunkel gucken ist nicht so toll. Ja, also das Spiel hat mich direkt voll reingeschmissen. Ich drücke mal die Tasten. Gibt es irgendwie ein Menü oder so? Gar nichts. Okay. Oh. Okay. Ja, das ist ein Feuerzeug. Ich habe jetzt einfach dahin gehalten, Licht ist angegangen und jetzt wieder aus. Aha. So, grafisch sieht das gar nicht mal verkehrt aus. Das ist ganz hübsch für ein AppLab-Spiel. Ich habe da irgendwas gehört. Okay, die sieht nicht hübsch aus. Na ihr, Wauzis? So. Ja, es gibt aber nur Snapturn hier. Das stört mich natürlich wieder mal. Ist aber ein böses Kind. Aber wie gesagt, ich kann. Okay, ich habe jetzt die Grip, der Grip-Taste einfach die Kassette eingenommen. Gut, wie kann ich die denn abspielen jetzt? Das sind doch Schritte, oder? Läuft doch irgendwas rum. Da waren wir. Ja, sonst kann ich hier nichts aufnehmen. Aber wie komme ich jetzt an die Kassette dran? Keine Ahnung. Toll, hätte ich die einfach direkt da reintun müssen. Tja, Leute, das geht ja schon gut los. Schade. Na, ja, lass mir jetzt mal. Wir gehen einfach mal weiter. So. Das sind ja alles Psychos, ey. Die Oma. Alles Psychos. Ja, Moment mal. Okay, ja, verstehe ich jetzt gerade nicht. Das eine freiwillige Hochzeit war. Da ist dunkel. Ach, die Vase sieht aber schön aus mit Glanzeffekt. Also ich muss sagen, für AppLab. Sieht halt echt nicht verkehrt aus. Leichtes Kantenflimmern hier und da, ja. Aber ist jetzt nicht so aufdringlich, wie ich das von anderen Spielen kenne. Was war das? Die Puppe ist runtergefallen. Okay. Also ich habe das nicht kaputt gemacht, ne? Hier. Gehen einfach mal langsam weiter. Was gibt's hier? Ah. Wieder ein Feuerzeug. So, wenn ich das jetzt loslasse, dann lasse ich das auch fallen. Okay, jetzt nehme ich mal die Kassette mit. Oh oh. Und nun? Okay, da vorne sind die Kerzen. Wow, Alter! Cool. Also da läuft doch was rum. Ich habe gar keine Lust jetzt dahin zu gehen. Ach komm, da kenne ich nix. Ja. Solltest besser Angst vor mir haben. So. Da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Okay.
Es gibt keinen Weg raus. Na schön. Oh, Telefon. Ist das für mich? Ja, ich komme. Pizzaservice. Ah ja? Wo denn? Ach so, der hat ja das Licht ausgemacht. Scheiße. Alter! Geil! Das passiert mir auch selten, dass ich mal so erschreckt werde. Der war gut. Das ist lieb. Halt, warte, ich bin noch nicht fertig mit Lesen. Oh Mann. For bad experience, we come to the play CD. Ja, und jetzt ist es wieder der Anfang. Ist die Demo vorbei oder wie? Sieht fast so aus, wa? Kann ich das wegdrücken? Ne. So, dann gucken wir mal. Ja, das ist wieder der Anfang. Ich würde mal gerne diesen anderen Modus ausprobieren. Aber ich komme hier einfach nicht ins Menü. I make a desperate decision. Was rede ich denn da? Das war ein anderes Spiel, anderer Modus. Naja. Certainty that something sinister lurks within. Aber ich denke mal, das scheint das gleiche nochmal zu sein. Ja, hat was. Naja, jetzt fangen wir wieder von vorne. Aber jetzt werde ich die Kassette mal rein. Mal gucken. Na, komm schon. Ich will gucken, ob das noch mal so passiert. Hada, hada. Hallo. Da brauchst gar nicht weglaufen. So, kann ich jetzt wenigstens so reintun? Ja, das geht. Da muss ich jetzt nicht laufen lassen. Kenne mich schon. Okay, da kann man also nicht entkommen, da muss es einen anderen Weg geben. Hier ist Sweeper's Plot, das Russian Race, no Tom, Race, in Silent Realms were tossed, retraced, but Shadow Wits, Reads the Times Decay. Okay, ich habe keinen Fall verstanden. Alles klar. Irgendein Gedicht. Ja, das ist also die Demo. Das ist schon mal nicht schlecht. Da bin ich mal auf die Vollversion gespannt. Ja, gut, Leute, schaut da unbedingt mal rein. Also. Gruselfeeling kommt auf jeden Fall auf. Ich bin begeistert. Ich bin erschreckt worden. Yippie! wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung, ist kostenlos. Schaut rein. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!